Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 wöchentlichen Reset. Es ist Woche 15, Saison des Wunsches. Und ja, die Allstars-Hüterspiele beginnen. Verdient euch Prämien wie das brandneue Skimmer-Hoverboard, einen schweren Granatwerfer und mehr. Passt euren Stil mit neuen universellen Ornamenten-Sets an, die zum Erversum hinzugefügt wurden. Schließt Anwärterkarten ab, verdient Medaillons und hofft auf euch eure Prämien im Turm. Okay, ja. Holt euch eure Eventkarte, indem ihr Eva Levante im Turm besucht oder das Quest-Menü im Navigator öffnet. Ja, wir fliegen natürlich direkt zum Turm. Kostenloses wöchentliches Glanzstaubgeschenk. Aha, ja. Marschiere der finalen Form mit Stil entgegen. Erhalte bis zum Start von die finale Form wöchentlich kostenlosen Glanzstaub auf der Hauptseite von Erversum Store. Also das auf jeden Fall mal mitnehmen, ne? Definitiv. Patch 7.3.5 wurde auch aufgespielt. Was genau ist, weiß ich nicht. Wird es alles noch zeigen. Und jetzt gehen wir erstmal in den Review-Set rein. Wir gehen aber gleich direkt bei Tests zum Turm und schauen uns das alles an. Hier kann man natürlich auch hin navigieren und die Sachen schon mitnehmen. Hier schon mal Glanzstaub geschenkt. Das nehmen wir direkt mit. Nicht vergessen, das müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, ne? Definitiv mitnehmen. Wie viel gab es jetzt? 700 Glanzstaub. Okay, ich glaube, das ist, wie gesagt, jede Woche gibt es 700 Glanzstaub. Also da kann man schon was mal anfangen. Da kann man ja sich schon was gönnen. Definitiv. Dann von Hydra-Spieler-Event gibt es natürlich hier auch dann, wie gesagt, wieder die Karte zu kaufen. Für 1000 Silber, ungefähr 10 Euro umgerechnet. Muss man auch nicht sofort machen. Macht es erst dann, wenn ihr wirklich alle Tickets freigespielt habt über die Herausforderung und so. Vorher nicht kaufen, bringt halt einfach nichts. Weil man hat vielleicht keine Zeit und keinen Bock mehr. Dann hat man das umsonst ausgegeben. Vor allem sind es nur kosmetische Sachen, die man kriegt. Also vielleicht gar nicht so lohnenswert. Hier gibt es aber auch Rüstung und so. Da gehe ich auch gleich wieder hin. Gibt es auch Rüstung und so, die man kriegen kann. Oh, sieht ja richtig schick aus hier, du. Uiuiui. Hat wieder was. Aktuell führen die Warlocks. Danach kommen die Titanen. Und zum Ende ist dann einmal der Jäger. Okay. Ja, gehen wir nochmal erstmal zum Everversum hin, ne? Machen wir das erstmal fertig hier. So. Also wie gesagt, da gibt es natürlich beim Eventshop hier natürlich dann auch schöne Sachen. Auch, wie gesagt, ein neues Set für Warlock, Jäger und Titan. Kostet 6000 Glanzstaub. Die Sets von den vorigen Jahren gibt es eigentlich auch immer wieder. Genau, gibt es hier auch. Könnt ihr euch auch für 6000 Glanzstaub kaufen, wie gesagt. Müsst ihr gucken, oder 1500 Silber. Wie gesagt, guckt den Eventshop komplett einmal durch, ob euch da irgendwas gefällt. Aber wie gesagt, ne, einige Sachen tauchen auch dann für Glanzstaub im Everversum auf hier. Deswegen nicht sofort kaufen, wenn ihr was für echt Geld kaufen wollt, sondern erstmal ein bisschen warten. Sonst wird es halt ärgerlich. Aber dieses Set ist dieses Mal, dieses Event neu. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich muss mal, nicht, dass ich es vergesse, aber ich hoffe mal, ich werde es beim Jäger und die Tage gleich auch nochmal zeigen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Kann man sich überlegen. So, ich komme mal wieder gerade frisch von der Arbeit. Deswegen bin ich eh gerade ein bisschen unkonzentriert. Sorry dafür. So, Galaherz-Ausrüstung, ist das auch neu? Ja, ist auch neu. Das ist auch neu. Okay, Thors Getöse, Donnerlord, Waffenornament, dann Galaherz Ausrüstungspaket. Das ist diese Hoverboard anscheinend. Ja, das ist Hoverboard, sieht ziemlich geil aus. Ziemlich geil aus. Sess Ruminier oder so. Hat auch was, definitiv. Wow. Und hier die Hülle, geht auch noch klar, oder? Ja, kostet aber echt Geld, ne? Nicht vergessen, das Set kostet wie viel insgesamt? Achso, das ist einzeln aufgeteilt, ja gut. 1500 kostet das Skaldenlied Warlock Paket. Hat auch was. Also der Patch war übrigens ein Gigabyte groß, da kam einiges rein jetzt hier, ne? Da kam einiges rein. Also einige schöne Sachen machen dabei, auch für Silber leider. Also echt Geld. Bungie braucht Geld, weil es sind zu wenig Vorbestellungen für die finale Form. Aktuell liegen die Vorbestellungen ungefähr bei 400.000. Ist ein bisschen wenig vielleicht. Naja, aber es soll ja nicht unser Problem sein. So, ja, verbesserte Eventkarte der Hüterspiele, wie gesagt, ne? Das gibt's einmal dann, kostet wie gesagt 10 Euro. Einmal gibt's hier sofort erhältlich exotische Geste, sofort erhältlich exotischer Sparrow und hier einmal sofort erhältlich legendärer Shader. Das werde ich jetzt aber erst noch nicht kaufen, wie gesagt. Dann gibt es hier einmal einfach nur Jonglieren-Gest für 3250 Glanzstaub. Aber wie gesagt, es ist einfach nichts Besonderes. Ja, das ja, ist auch immer Geschmackssache. Dann gesponserte Hülle hier, einmal für 2850 Glanzstaub. Hat was irgendwie ein bisschen, ja, aber auch wieder viel zu teuer. Dann hier Anwärter-Auftritt-Teleport-Effekt, 450 Glanzstaub hier einmal. Ja, geht so, ist auch noch okay. Dann hier einmal grüne Krone-Shader für 300 Glanzstaub einmal.
Sieht man, also sieht mein Char so aus, aber das ist auch mal Geschmackssache, ne? Was man hier Bock drauf hat. Fotofinish, der RGB-Shader ist auch wieder dabei. Den auf jeden Fall mitnehmen, kostet 300 Glanzstaub. Den auf jeden Fall mitnehmen, weil es RGB, ne? Das ist hier, die Farben ändern sich immer. RGB-Style. Sieht man ja, wie sich die Farben ändern. Wie gesagt, das auf jeden Fall mitnehmen, da kann man einige Sachen schon schön machen. Und die Farbe ändert sich halt immer. Auf jeden Fall den Shader auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein Muss, würde ich mal so sagen. Eventshop habe ich schon gezeigt. Dann Glanzstaub-Shop hier diese Woche einmal noch. Verkörperung gehst du für 3250 Glanzstaub einmal. Ja, den habe ich schon. Ist okay, ja, aber ja noch nicht. Mach Krach gehst du für 400 Glanzstaub hier einmal. Suchst du. Ja, hey. Naja, dann stilvolle Hülle, Geisthülle für 2850 Glanzstaub. Ja, ist auch nicht so richtig besonders, ist okay. Dann Parabellum 4? Durch 4, ne? Ehre dem Sieger, 2000 Glanzstaub hier an das Schiff. Boah, das hat was. Hat irgendwie was von Cyberpunk irgendwie, finde ich. Ja, das geht klar. Das überlege ich mir, das Schiff hier zu kaufen, das weiß ich noch nicht. Schattenboxen, Transportmittel für 2500 Glanzstaub. Ja, geht so. Auch nichts Besonderes eigentlich. Dann hier einmal Siegestrunken, Waffenornament für rechtmäßiger Erbe, 1250 Glanzstaub an Kosten hier. Ja, kennen wir auf der letzten, aus dem letzten Event noch. Dann hier einmal Trophäenprojektion, hier einmal Geistprojektion, 1500 Glanzstaub, hier einmal. Ja, auch nichts Besonderes so. Spiegelbildeffekte, Teleporteffekt, 450 Glanzstaub, hier einmal. Dann hier einmal Kirschblütenauftritt. Passt gerade zum Frühling, Japan-mäßig, ja. Frühlingsbrise-Effekte, Teleporteffekt, 450 Glanzstaub, natürlich wieder. Ja, sehr frühlingshaft hier alles, so ein bisschen. Im Angebot Shader hier, ja, im Angebot heißt das auch. Der Shader, dachte gerade so, hä? Ja, so sieht er mal aus. Und dann haben wir hier noch einmal Graustufenunterholz. Dann hier noch einmal Riff gemacht. Und hier dann noch einmal schwarzer Sand der Rivalität. Da guckt euch das alles genau an. Ihr habt eine Woche Zeit, das zu kaufen. Wenn Patches kommen und so, habt ihr weniger Zeit. Aber prinzipiell habt ihr Zeit, da was zu kaufen. Wie gesagt, guckt euch alles in Ruhe an. Ja, es sind einige Sachen reingerutscht, die sind sehr schön, finde ich. Die haben schon was. Also da kann man sich echt überlegen, was zu kaufen. Ach, hier, Hüter, Spieler, Rüstungsornament. Da sieht man hier alle drei. Das sind alle drei, ne? Warlock, genau. Ah, sieht man alle drei hier. Sehr gut. Kann ich hier schon zeigen. Das ist einmal der Jäger. Ne, warte mal. 2023, 24 und 22. Ne, stimmt doch gar nicht. Das sind die vorigen. Die anderen sieht man hier aber auch gerade. Die anderen sehen aber auch geil aus. Ich gucke die vielleicht gleich nochmal an. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es sehr schöne Sachen. Wie gesagt, da gibt es sehr schöne Sachen. Guckt euch das alles in Ruhe an. Da hat man echt Bock, was zu kaufen. Auch für echt Geld. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht genau. Da lasse ich mir noch Zeit. So, holen wir jetzt erstmal noch die Quest ab hier von den Hüterspielen. So, Klassenprimus hier einmal. All-Star-Reif hier einmal. Die müsst ihr natürlich dann tragen. Dann gibt es ja auch viele Herausforderungen, die wir abschließen können und auch nicht. Ja, da gibt es natürlich wieder hier die Waffen, die neu sind hier. Klamauk-Granatwerfer hier einmal. Dann hier einmal Taroxipus hier irgendwie. Und hier einmal der Titel. Einige kennen wir schon. Granatwerfer ist neu. Da haben wir noch Spiele Memento. Ja, mal gucken, was das genau ist. Hier natürlich die Herausforderung. Wie gesagt, das Event geht 19 Tage, 21 Stunden. Hier kann man natürlich auch reingucken. Es hat noch nichts freigeschaltet, wie gesagt. Die Geheimtriumphe kommen erst noch alle. Aber hier unten, wie gesagt, kann man mit Tickets, die man dann freispielt, Sachen noch bekommen. Das ist aber hier der verbesserte Eventpass. Also die kriegt man nur, wenn man halt die Herausforderung gemacht hat und hier oben die Tickets gesammelt hat. Dann bekommt man die Sachen freigeschaltet, wenn man 10 Euro für die verbesserte Eventkarte bezahlt hat. Nicht vergessen. Ja, gibt es halt mal die Hülle hier noch. Dann irgendwie ein Tütü hier. Naja, brauche ich sowas? Ich glaube eher nicht. Dann hier noch einmal Teleporteffekt. Und dann gibt es noch einmal Position mit Titel. Ja, das hat schon ein bisschen was irgendwie. WrestleMania-mäßig. Aber ja, das ist alles für 10 Euro zu haben, wenn ihr auch die Tickets freigeschaltet habt. Die erste Herausforderung, die ich hier sehe, ist alles oder nichts. Verdienen durch Aktivitätsabschlüsse 1 Million. Gibt es für Prämien und Klassenpunkte am Podium im Turm ab. Da kriegt ihr direkt den Granatwerfer. Die anderen Herausforderungen habe ich noch nicht fertig, wie gesagt. Das dauert noch. Wie gesagt, das dauert noch. Wie gesagt, hier sind natürlich auch noch extra Beutzüge, ja, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und zwar dann mitnehmen, wenn ihr das auch spielt, was hier steht. Ja, nicht vergessen. Dann gibt es noch Diamantmedaillon, was das genau ist, weiß ich gerade nicht. Aber steht ja auch da, könnt ihr selber nochmal durchlesen. Aber wie gesagt, mit dem Event beschäftige ich mich dann später nochmal ein bisschen mehr. Aber es ist halt einfach selbsterklärend, ja. Ihr müsst immer nur lesen, was da steht. Immer so einen Beutzug mitnehmen, damit ihr ein bisschen mehr Medaillen kriegt und so. Also von daher,
Ja, es ist halt wie immer eigentlich nichts weltbewegendes Neues. Dann gibt es hier natürlich noch, wie gesagt, Triumphe, ne? Champion-Triumph, der hier, den könnt ihr dann vergolden. Nicht vergessen. Champ habe ich schon erspielt, der ist schon fertig. Kann ich dann hier vergolden, nicht vergessen. Die Triumphe sind, wie gesagt, noch nicht freigeschaltet, weil ich noch nicht gespielt habe. Kommt das alles noch. Aber vergesst nicht, dass es hier auch dann halt ein Teil vom Schwäger-Triumph-Siegel. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Moment, ich muss mal gucken, wo das ist. Da. Schwäger, ne? Da müsst ihr das Hüterspiele müsst ihr machen. Also das jetzt Event müsst ihr komplett fertig machen. Also 16 Herausforderungen, das müsst ihr machen. Ja. Dann Sonnenwende spielen, Anbruch und Festival der Flohen und dann habt ihr Schwäger. Ja, nicht vergessen, das gehört hier zu. Also wenn ihr das noch nicht habt, Hüterspiele, müsst ihr die auf jeden Fall fertig machen. Bekommt ihr auch den Schwäger-Triumph. Das ist noch dazu gesagt. So, ja, da habe ich die Quest jetzt angenommen. Was muss ich jetzt machen? Wahrscheinlich irgendwie in so eine Aktivität rein. Ich guck mal eben schnell. Schnell ist gut. Schnell langsam. Muss das Glimmer. Du kannst die Millions verdienen, indem du Aktivität mit einem ausgerüsteten Hüterspiele-Klassengegenstand oder Platin, Diamant und Anwärterkarten abschließt. Okay, 1 von 8. Also wie gesagt, das müsst ihr dann halt den Reif anlegen, ja, und dann rein da. Natürlich dann vielleicht vorher nochmal infundieren, falls ihr noch nichts zum Infundieren gemacht habt hier. Dann hau ich das mal eben auf Maximum hoch hier. So. Ja, den müsst ihr natürlich dann auch noch ausstatten hier, definitiv. Und die müsst ihr halt immer tragen, sonst kriegt ihr die Belohnung nicht. Ja. Das ist halt ein Event-Muss, dass ihr das hier tragt. Ich muss das jetzt gleich nochmal eben richtig ausrüsten. Und dann habt ihr das auch. Wenn ihr natürlich die Ressourcen nicht dafür habt, ist natürlich ärgerlich, ich weiß. Aber, ja gut, bei mir war es jetzt so, ich habe die Ressourcen, deswegen knall ich das einfach mal raus. Was habe ich denn hier reingemacht hier? Allzweck, Kickstart und Bomber. Bombe habe ich da irgendwie reingemacht. Warum auch immer, ich weiß gar nicht mehr genau warum. Dann habe ich, was brauche ich jetzt noch? Belastbarkeit habe ich schon drin. Erholung können noch ein bisschen rein. Ja, Erholung. Manchmal Erholung rein. Erholung. Intellekt. Erholung. So, mach das mal rein. So, ja. Ob das perfekt ist, weiß ich nicht, aber so lasse ich es erstmal stehen. So, das habe ich ausgerüstet. Jetzt kann ich theoretisch in die Aktivitäten reingehen. Wie gesagt, die Aktivitäten von Event sind hier alle, ja? Hüterspiele, Freizeitplaylist. Dann Competitive Dämmerung, Vorherrschaft und hier einmal Gambit Klasse versus Klasse. Da haben sie ein bisschen mehr dazugenommen, wie man sieht. Es ist ein bisschen mehr geworden als die anderen Jahre vorher. Ist interessant. Was haben wir hier noch? Hier Stand der, was steht da oben? Kannst nicht lesen. Brennpunkt Aktivität. Okay. Titan. Okay, das, okay. Sieht man, was abgegeben wurde. Okay. Das ist auch neu. Auch nicht schlecht. Da hat man mal eine gute Übersicht. Das ist schon mal nett. Da kann ich noch was abholen. Okay, nochmal zu Eva Levante. Warum? Moment. Fangen wir an. Da muss ich mir einen Beutel zu mitnehmen, wa? Was spiele ich denn erstmal dann? Also hier kann man natürlich dann einfache Karten nehmen. Mehr Schmelzsiegelkarten mal mit. Genau. Ah, okay. Okay, die muss ich erstmal kaufen. Gut, Aktivität abgeschlossen. Kommt dann noch, wie gesagt. Nicht vergessen, die beiden Beutelzüge sind auch wichtig. Ja, gibt es immer 200 Glanzstaub pro Beutelzug. Das heißt, ihr könnt dieses Season, oder jetzt die 19 Tage, jede Woche mit jedem Charakter immer zusätzlich 400 Glanzstaub kriegen. Also diese Beutelzüge, die beiden hier, immer fertig machen. Wichtig, wichtig, wichtig. Die beiden immer fertig machen. Es ist essentiell, dass ihr das macht. Da gibt es, wie gesagt, immer schön 200 Glanzstaub oben drauf. Das ist noch dazu gesagt. Okay. Das ist echt wichtig. So, jetzt kommen wir zum gleichen, wie immer, hier Amazon Prime, ne? Wenn ihr Amazon Prime habt, haben wir recht viele. Verbinde das mit Twitch, da habt ihr hier nämlich auch extra Loot. Normalerweise müsst ihr bald wieder extra Loot rauskommen. Dann könnt ihr hier nämlich Prime Gaming Premium abholen. Link bei mir in die Community. Müsst ihr mir in die Community gucken. Also einfach die Konten verbinden, Amazon Prime mit Twitch. Dann kriegt ihr extra Loot, auch für andere Spiele ganz viel Loot. Und auch komplette Spiele ganz viel Loot und so. Also machen, wer es nicht macht, selber schuld, kriegt ihr halt den Loot halt nicht. So, die Waffen hier, auch hier gesagt, ne, für Neuankömmlinge ganz gut vielleicht, die Waffen hier zu kaufen. Für Leute wie ich, die halt meistens dann schon geschmiedete Waffen haben, bringt das nicht ganz so viel mehr, aber es gibt hier vielleicht auch ab und zu mal God Rolls. Ob es God Rolls sind oder nicht, müsst ihr bei light.gg vergleichen, sonst kauft die Waffe, packt den Tresor und vergleicht die später. Aber wenn eine Waffe hier gefällt, dann nimmt die einfach und spielt die. So, flüsternde Platte, Kampfbogen hier einmal, dann kartesische Koordinaten hier einmal, Fusionsgewehr, dann hier einmal Vulpecula, Handfeuerwaffe, dann hier einmal Ungleichheit, Impulsgewehr und hier einmal Pymyra B, Raketenwerfer. Ja, ob es jetzt wirklich gut oder schlecht ist, wie gesagt, müsst ihr selber testen, die Sachen, oder bei light.gg mal vergleichen, ob da euch irgendwelche Perks bei sind, die halt einem Godroll nahe kommen. Das ist aber dann euch überlassen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das mache ich jetzt nicht. So, dann gehen wir jetzt nochmal eben kurz zu Ada One. Gucken da nochmal eben kurz nach. Was
was da so abgeht, was sie noch dabei hat. Da auch immer die Beulzüge mitnehmen, ganz wichtig, um Ornamente freizuschalten. Ja, hier gibt es nämlich immer schön Synthetikballen und so, die man freischalten kann über die Beulzüge, die immer mitnehmen. Also Ada One ist auf jeden Fall auch mal ein Besuch wert. Sagt hier oben die Beulzüge immer mitnehmen. Ja, immer mitnehmen. Diese Beulzüge immer mitnehmen. Die ändern sich immer, wenn ihr die neu zieht. Kostet 10.000 Glimmer ein Beulzug. Immer wenn ihr den Beulzug nehmt und den hier aus der Sammlung rauslöscht, ja, hier löscht dann, kommt der, ist die nächste Aufgabe was anderes. Bis euch vielleicht eine Aufgabe interessiert. Dann bekommt ihr irgendwann eine Rüstungssynthese. Diese Rüstungssynthese könnt ihr dann hier in den Weber hinten reinstopfen, ja. Ich weiß gar nicht, ich kann noch einen reinstopfen. Ich glaube schon, hab noch ein paar auf Lager, glaube ich. So, ist aber schon voll. Okay. Ja. Ja, könnt ihr da reinstopfen und dann könnt ihr dann hier, wie gesagt, dann Ornamente freischalten. Da geht ihr jetzt hier zum Beispiel auf die Handschuhe, dann geht ihr hier hin. Und hier sind einige Sachen noch mit einem Schloss vor. Da könnt ihr die hier mit den Synthetikballen freischalten, habt ihr das Ornament auch. Ja, ganz wichtig für Eisenbahner zum Beispiel, wenn ihr Eisenbahnerrüstung tragen müsst, um halt den Multiplikator zu kriegen und so. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eure Adresse hier, um das freizuschalten. Willkommen zurück. So, dann haben wir hier einmal die Rüstung, komplett einmal hier Thorim Hain Set, 51er Wert, 56er, 51er, 56er Wert, eher schlechte Werte. Ja, aber wenn ihr auch frisch dabei seid, könnt ihr es nochmal angucken. Materialtausch hier, Blutgold, ja. Blattgold Shader hier für 10.000 Glimmer einmal. Kostet Gott sei Dank nur Glimmer. Dann hier mal Wirrost Shader hier einmal. Dann haben wir hier einmal Tote Orbit Tarnung. Ja, alles nur für Glimmer. Und dann haben wir hier noch Upgrade Module. Aber wie gesagt, hier solltet ihr auf jeden Fall mal hingehen und dann die Beulzüge mitnehmen. So, dann eine Übersicht. Ne? Da gibt es ja wie gesagt aktuell hier oben die ganzen Sachen hier. Die sind alle wichtig, dass ihr die auch spielt. Und mal wieder die Beulzüge natürlich mitnehmen, nicht vergessen. Hier, Zavala ist euer, auch noch einer, also ihr solltet auf jeden Fall Zavala fertig machen und braucht 8 Bodenzügen, Lord Shax und den Vagabund macht Bodenzügen fertig machen, gibt es immer 120 Landstopp garantiert. Das heißt, immer Bodenzüge mitnehmen und immer die fertig machen, 8 Stück, die Leute hier bedienen, die ich gerade gesagt habe. Das ist halt essentiell wichtig, damit ihr halt auch immer Landstopp kriegt und dann irgendwann schöne Sachen kaufen könnt. So, in der ETZ ist gerade aktuell auch der verlorene Sektor gerade aktiv und hier ist auch Ruin der Kriegsherren. Also, wo ist der Sektor hin? Ich sehe ihn gerade nicht, ich bin blind. Oh, da oben. Okay, der Steinbruch ist gerade der Sektor. Ändert sich jeden Tag um 18 Uhr, wenn Zeitumstellung ist um 19 Uhr. Hier gibt es einmal Solo exotischen Beinschutz. Wie gesagt, da könnt ihr reingehen. Champions sind in der Barriere unaufhaltsam. Bedrohung leere, Schilde Solar und leere, Modifikatoren versenkte Erde. Ruft euch da ein, nimmt die richtigen Waffen mit, um die Champions zu stunnen. Ja, lest euch das durch, ihr müsst Solo rein und dann droppen euch da auch die guten Exos oder mit besseren Werten etc. Lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Ist ein bisschen nervig, aber wenn ihr euch da eingerooft habt in den Sektor, dann geht's klar, definitiv. So, Override Avalon haben wir natürlich auch. Hier immer die Modifiers angucken, wenn ihr ein bisschen in höheren Level reingehen wollt, einen guten Team suchen, rein da. Ja, dann könnt ihr auch irgendwann mal vielleicht auf Pinnacle Cap kommen, so wie ich. Wie gesagt, Pinnacle Cap bis 1800 kommt ihr so ganz schnell vom Power Level her. Bis 1810 müsst ihr halt, wie gesagt, mit Spitzenausrüstung arbeiten. Da sieht es nicht bei euch so aus, 1810 Ausrüstung plus 17er Bonus kommt ihr auf 1827. Ich weiß, ist noch nicht so hoch, aber ich habe im Moment noch so gut wie nicht mehr gespielt. Dass ich da, dass ich zu viele andere Spiele habe. Auf Nettoom haben wir natürlich auch noch einiges aktiv, ja. Hier muss ich, muss immer noch, ne, Enthüllung immer noch spielen. Dann haben wir wöchentliche Mission, ist einmal, keine Zeit mehr, ist einmal die Mission hier diese Woche, da die Modifiers angucken, die ändern sich immer wieder ein bisschen, umso höher ihr hier halt geht vom Level her. Also immer wieder gucken, was ihr da machen müsst, nicht vergessen. Hier habe ich auch noch Schleiereindämmung, ein bisschen Story hören über Neptun und, wie heißt der andere noch hier? Nimbus, genau, so. Dann haben wir hier einmal Wechselübergriffzone, ist gerade aktuell hier, mit Teilbereich Geschoss. Dann haben wir hier gerade Terminalüberladung LH, das Ding wandert jeden Tag um 18 Uhr von hier nach da, nach da, immer jeden Tag um 18 Uhr. Dann haben wir noch Kopf über Zeitprüfung. Ich muss hier immer noch hin und immer noch Strangsachen freischalten. Ich muss hier immer noch was machen. Also macht hier in der Stadt Nimbus, in der Stadt auf Neptun immer noch genug zu tun. Neomuna, so heißt das genau. So, Vorhut Sachen hier. Dämmerung diese Woche ist einmal Hypernetzstrom. Okay, dann natürlich hier Pendant, auch spitzenausrüstungsmäßige Aktivität, die euch richtig abnerven kann. Was denn für eine Waffe droppt, weiß ich gerade nicht. Kann ich euch gerade nicht sagen, aber da droppt auf jeden Fall eine Waffe dann hier auf Meister und hier auf Normal. Wie gesagt, dann Spitzenausrüstung holen, hier am besten. Dann droppt die Waffe nicht als Meister. Welches das immer sein mag, ich weiß es gerade nicht. Sieht man nicht irgendwo die Waffe, wo die steht? Hat die schwarze Waffenkammer nicht aufgegeben. Oder? Steht das irgendwo? Ich glaube nicht. Nee, ich finde es gerade nicht. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Habe ich auch noch nicht gefunden. So, Gambit natürlich könnt ihr auch so spielen. Dann hier Schmelzdinger natürlich auch noch ein paar Aktivitäten. Rumble aktiv.
Kollision ist hier aktiv. Okay, das kenne ich glaube ich noch nicht. Was muss man da machen? Die Punkte sind hier übrigens auch erhöht, ne? Erhöhter Schmerzsiegelrang. Eroberung kontrolliere aktive Zonen, um Punkte zu erzielen. Es gibt mehrere Zonen, aber nur jeweils eine ist aktiv. Wenn aha. Muss man hinfahren mit den Hoverboards oder was? Könnte sein, wa? Könnte sein. So, Konflikt ist hier noch einmal. Kompetente Kontrolle und hier einmal Vorherrschaft noch. Kann ich hier nicht wieder irgendwas wechseln? Ne, kann ich nicht. Hier kann ich noch irgendwas wechseln. Vorherrschaft, Widerspiele. Naja, gut. Okay, aber das ist auch selbsterklärend da noch. Legenden haben wir hier natürlich auch noch wieder ein paar Sachen aktiv. Prophezeiung ist hier einmal drin. Ja, der Dungeon ist hier einmal drin. Dann hier Vex Obscura. Da könnt ihr natürlich auch noch ein paar Sachen fertig machen. Hier noch Kodas Ende mit Energieeinsparung hier einmal mit der Herausforderung. Dann haben wir hier in der Ewigkeit natürlich auch noch ein paar Sachen aktiv, und zwar mutprobende Ewigkeit, dann natürlich vornehmlich auf Legende. Hier haben wir einmal Runde 1 Besessene, Runde 2 Kabale und Finalrunde Zytron, die Modifiers angucken, dementsprechend euer Team darauf einstellen und euch selber dann auch. Die träumende Stadt ist natürlich auch wieder da mit letzter Wunsch, einmal im Raid-Zyklus, mit allen Herausforderungen aktiv. Nicht vergessen, sind alle Herausforderungen aktiv. Ja, und sonst in der Helm natürlich am meisten mit, ne, immer noch. Angst, hier haben wir immer noch Tauchgänge, hier haben wir immer noch Widerstandsschlachtfelder und Widerstandsschlachtfeld, legendäres Widerstandsschlachtfeld, Kosmodrom diese Woche einmal aktiv, hier die Modifiers auch wieder angucken. Dann Rivens Versteck haben wir hier, die Windung hier natürlich verflucht wieder. Ja, wir haben ja auch viel zu tun. Und dann haben wir noch natürlich Rivens Wünsche 7. Die gucken wir uns nämlich gleich nochmal an. Der fliegt gleich nochmal eben hin. Und zwar jetzt. So. Ja, sonst, wie gesagt, Hüterspiele gehen natürlich vor. Alles freischalten. Wie gesagt, ich habe bei mir gesagt, jetzt kann ich noch nicht auf die Herausforderung eingehen, weil ich das nicht gespielt habe. Das dauert noch, bis ich alle frei habe. Und dann werde ich nochmal drauf eingehen. Aber nicht jetzt. Weil ich will jetzt auch gleich Feierabend haben, muss ganz ehrlich sagen. So. Aber es ist alles so ein Kreislauf, ne? Gehört alles zusammen. Also von daher, das ist auch alles zu schaffen, kein Problem. Aber es gibt wieder viel Spielzeit bei drauf, definitiv. Richtig viel Spielzeit. So. Mal gucken, was Wünsche 6 sagen, was diese Woche ist. Sollte wohl nichts Schwieriges sein. Habe ich zumindest jetzt nichts weiter gehört. So, es freut mich, Eris Morn in letzter Zeit. Blablabla. Müsste auch die letzte Woche sein übrigens, glaube ich. So, da gibt es natürlich hier wieder die Sachen, die ihr kaufen könnt. Ne? Müsst ihr euch genau angucken, was ihr haben möchtet. Exos etc. Und hier natürlich noch Materialien. So, mal gucken, was das hier ist. Was haben wir denn hier? Das gucken wir uns mal eben kurz an. Ist das das? Nee. Sag mal. Das hier ist das. So, schließe jede Begegnung des Dungeons Prophezeiung ab, der sich im Navigator unter Legenden befindet. Phalanx Echo besiegt, Xeda Begegnung abgeschlossen und Kay Echo besiegt. Das war's schon. Also, ja, ihr müsst in den Dungeon rein, Prophezeiung, ihr müsst ihr eigentlich nicht machen. Selbsterklärend, da muss man eigentlich nichts erklären. Da geht ihr einfach rein, nehmt natürlich überall die Beutezüge mit, die ihr zugehören, ne, definitiv, sucht euer gutes Team zusammen und geht rein. Und das ist dann fertig. Und zwar hier, wie gesagt, ich zeig's auch mal eben schnell. Legenden, ja, und dann ist es hier einmal die Prophezeiung. Und dann müsst ihr einmal komplett durch. Und das ist auch dieses Jahr, dieses Mal im Zyklus drin, also passt eigentlich, es passt, ist okay. Muss ich dann auch spielen, nehme ich vielleicht auch ein Video mal wieder auf nach langer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geht, aber egal. Also, wie man Prophezeiung spielt, aber ich glaube, das war gar nicht so schwer. Ich glaube, das habe ich mal zwischendrin einfach mal so gespielt. So, jetzt gucken wir uns nochmal schnell eben noch die anderen beiden Sets an hier. Muss mal eben gucken, wo ich hingehen kann hier. Wie gesagt, was alles gepatcht wurde und so, da werde ich noch ein separates Video aufnehmen. Wurde ein bisschen mehr gepatcht, wie gesagt, fast 1 GB oder 21 MB groß. Auf der PS5. Also von daher, da wurde schon einiges gepatcht und einiges reingeholt hier. Ich bin mal gespannt, wie die Hoverboards hier reinknödeln und ob da wieder irgendwelche Glitches dadurch entstehen. Wahrscheinlich ja. Gehe ich von aus. Wahrscheinlich schon. So, dass man den Destiny 2 Server kontaktiert, geht immer noch natürlich weiter, weil heute ist immer noch Serverwartungstag. Deswegen kann man es wohl nicht ändern. So, gucken wir es mal eben an hier. So, das ist einmal Vipern Eifer Jäger Paket von diesem Jahr. Auch ganz schick aus. Das vom letzten Jahr und das vom vorigen Jahr, also hier, ne? Also 24, 23, 22. Das ist schon ganz okay. Definitiv. Jetzt gucken wir uns vom Titan auch nochmal an. Und dann sind wir hier auch erstmal fertig. Und dann werde ich morgen früh oder Donnerstag, ja eher wohl Donnerstag, nochmal eine Runde investieren hier und ein bisschen mehr zocken in Destiny. Aber wie gesagt, kann ich hier nicht raufklicken? Ne, schade.
So, mein Titan sieht immer noch aus wie im Eisenbanner, seitdem habe ich den nicht mehr gespielt. Muss ich immer wieder wechseln eigentlich. So, unter Team Destiny Server, wenn ich das schon wieder sehe, kriege ich schon wieder einen Krampf. So, Store. Muss ich auch noch mal kurz an hier. Nee, das meine ich nicht. So, von dieser Season hier, von 2024, sehe ich einmal so aus als Titan. Sieht auch ganz geil. Also ich finde die alle ganz geil. Das hat was von, wie heißt der Marvel-Film noch? Black Panther, ist das richtig? Ja, das hat irgendwas davon. Also ich finde, also die von dieser Season, die Pakete, die Sets sind alle geil von diesem Event, wie ich finde. Also ich könnte mir die alle kaufen, kostet mich dann direkt 18.000 Glanzstaub. Muss ich mir überlegen, ob ich das mache, wahrscheinlich eher nicht. Aber das sieht auch schon nicht schlecht aus. Also, und das sind von den Vorjahren hier die Sachen. Aber wie gesagt, also dieses Event haben sie da schöne Sachen rausgekloppt. Definitiv, da haben sie sich Mühe gegeben. Definitiv. Was ist das denn hier? Ah, die haben wir hier auch noch. Hä, ist der auch neu? Hat auch was. Ist der auch neu? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich gucke nochmal eben kurz beim Jäger. Kleiner Moment, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Habe ich die jetzt vergessen die ganzen Wochen und nicht gesehen oder? Oder wie oder was? Ja, los jetzt, komm. Ja, die Server sind wieder komplett am Buggen. Wie gesagt, das ist, das mache ich, spiele dann in Ruhe dann die Tage irgendwann. Jetzt nicht, jetzt habe ich keinen Nerv dazu, weil ich immer unten kontaktiert Destiny Server sehe, kriege ich schon wieder, wie gesagt, geht gar nicht. So, es dauert wieder 3 Jahre, bis ich hier irgendwie wieder irgendwo reinjoine. Na, danke. Das will ich jetzt nochmal eben checken, ob hier was hier noch ist. Okay. Also ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, das sieht eigentlich ganz geil aus. Aber kostet halt Silber, ne? Kostet halt echt Geld, ne? Ja, das ist natürlich euch überlassen. Aber aktuell gibt es viele schöne, ja, kosmetische Sachen, die man hier sich gönnen könnte oder kann. Ja, eigentlich kann man freispielen, eigentlich muss man kaufen. Ja, müsst ihr wissen. Danke fürs Zusehen, danke für den Support, reingehauen und bis zum nächsten Mal hier bei Destiny 2. Reingehauen. Tschüss.